Und die YouTuber mit hinzu. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 5. Oktober. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Räumen. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und starten mit einer Big Number. So, dann drücken wir hier drauf. Pending 12.607 gehen wir long, 12.592 würden wir short gehen. Wir haben heute Morgen ein Gap, das liegt hier 31 Punkte entfernt vom Schlusskurs gestern 12.6. Wir haben heute Morgen eine Trading Range schon von 38 Zähler. So, das heißt, für alle Gäste, die heute neu dabei sind, wenn der Kurs in diese Falle hier reinläuft, dann wird automatisch die Order aktiviert und dann gehen wir long und einmal short. Wir blicken auf den gestrigen Tag. Wie waren die blauen Boxen? Die blauen Boxen sind die Blue Boxen. Da suchen wir Boxen, die kleiner sind als 30. Hier sehen wir die Zahlen unten immer und wir sehen hier eine 21er Box, die dann im zweiten Anlauf hier sauber in den Gewinn gelaufen ist. Eine 14,5er ist direkt im ersten Anlauf. Und das ist auch eine, die wir mit erhöhtem Risiko traden würden. Also so eine Box, die wird mit Hedge-Auflösungsniveau getradet. Ja, 34er Box, 48er, die hatten wir auch gestern hier getradet. Die 24er ist im zweiten Anlauf dann in den Gewinn gelaufen. Kommen wir zu den Vola-Boxen, die ab 9 Uhr erscheinen. Die Vola-Box kommt rein im Forecast circa bei 12.680, meine Damen und Herren. Also ist ein wenig höher, würde auch bedeuten, dass wir höheres Risiko eingehen bei diesem Trade. So, und jetzt in aller Ruhe gucken wir uns wieder die Märkte an. Wir fangen an bei Bitcoin. Vorlage nehmen wir hier die Zickzack-Linie. Und fangen bei Daily an und wir sehen, wir sind wieder über 20.000. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Nächster Markt ist Ethereum. Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Nächster Markt ist Dow Jones. Da sind wir Long gegangen. Daily Short. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 auch hier Long. Nächster Markt S&P. Daily immer noch Short. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30, 15. 15 Short und 5 Long. Tech. Daily Short. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Long. 15 Short und 5 Minuten Long. Öl bei 85. Daily Short. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30, 15 und 5 Long. Gold 1724. Daily Long. 4 Stunden Long, Stunde 30, 15 und 5. Und der letzte Markt in der Rubrik ist DAX 40. Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde 30, 15 und 5 Minuten ist gerade dabei, Long zu gehen. Das ist also der Komplettüberblick. So, und wir schauen mal, ob wir hier reinkriegen. DAX sind wir aktuell long mit dem Swing Trade und melde mich dann gleich zur Markteröffnung. Big Number, es ist 8:53 Uhr. Erster Trade long. Ab dem zweiten Trade wird auf angepasst gedrückt. So, Countdown läuft. 28 noch. Wir sind im ersten Trade long. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst und heute die Zielmarken. Einmal Daily Pivot. Und einmal oben hin die 50er Marke.
11 Sekunden jetzt. Countdown läuft. 5, 4, 3, 2 und los geht's. Die Glocke kommt. Und wir sind im zweiten Trade. Zweiter Trade. Wir sind immer noch in der Gymnastik. Also, ja. Der Markt hat sich noch nicht für eine Richtung entschieden. Wir sehen auf dem linken Chart die grünen Felder. Das sind die Vola-Boxen. Die dienen natürlich selbstverständlich auch als Zielmarken. Und wir sehen eine oben und eine unten. Welche erreicht wird, kann ich euch auch nicht sagen. Ja, gucken wir mal, wie der Markt aussieht. Wir haben ja heute Morgen eben den Charts gesehen. Wow, der Markt ist ja übergeordnet aktuell ab den kürzeren Zeiten. Ebenen eher long. Nächste Widerstand so ein bisschen um die 12.700, die Big Number zu sehen. Wir sind die letzten Tage ja kräftig gelaufen. Gucken, ob wir hier heute noch Lust auf einen weiteren Long Term haben. Gestern ja die australische Notenbank nur 0,25% angehoben, die Zinsen. Man hatte dort auch mit einem größeren Schritt erwartet und ja. So, jetzt müssen wir auf angepasst drücken, bevor ich mich hier verquatsch. Dritter Trade. So, das bedeutet, wir gehen auf Richtung 12.643. Oben ist die Vola-Box bis 9.40 Uhr. Ja, wenn reinkommt, wir werden dort mit einem etwas höheren Risiko starten. Das Ganze halten wir aufrecht bis 9.40 Uhr und dann gehen wir wieder auf kleines Risiko. Das bedeutet, dort oben seht ihr 12.665 Short und 12.680 dann Long. Das ist auf der linken Seite. Der rechte Trade ist jetzt im Gewinn. Wir steigen da aber nicht aus, sondern versuchen den Trade jetzt laufen zu lassen. Wir sind Klassiker. Ihr wisst das bei 20 auch. Das heißt, wenn wir von der Big Number uns entfernen, ist gerade das Niveau 20 immer noch mal so ein Niveau, wo der Markt gerne noch mal zurückkommt. Das sehen wir jetzt hier. Die Markteröffnung 9.02 Uhr. Alles recht ruhig. Dritter Trade. Oh, jetzt geht er wieder doch runter. Und spielt so ein bisschen Ping-Pong. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.